Ich habe halt damals Schmitti, also Thomas Schmidt, einfach kennengelernt in meiner Zeit als Praktikant und so. Und wir haben uns gut vertragen, waren öfter mal zusammen im Rosis. Dann habe ich das Logo gemacht für MTV Home. Ja, also da an dem Logo mit einem, na klar, ein ganzes Team war dabei und der Art Director und so. Aber im Endeffekt habe ich das gemacht und mit denen dann auch viel zusammengearbeitet mit Schmitti. Und ich glaube, wir haben uns einfach gut verstanden und ich glaube, wir haben so beim Abhängen so ein bisschen gemerkt, oder Schmitti hat ein bisschen gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen lustig bin oder so. Also ne, es ist weird, das selber zu sagen, aber ich habe ein paar... Du bist schon lustig, Donny, kann man schon sagen. Ich lache sehr oft über deinen Content. Danke, das freut mich. Und Thomas hat in der Zeit immer mal wieder mich gefragt, so, hey, hast du nicht mal Bock bei uns, so Redaktion zu machen? Neo Paradise, glaube ich, damals. Oder Home, oh, ne, Home war es noch nicht, aber... Und ich habe immer zu ihm gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war ich voll auf dem Trip, ich will Grafikdesigner sein. So, ich war dann auch in der ODK, habe das ja auch studiert und das war voll so, nee, ich will da nicht irgendwie Redaktion, was ist das?